Kurznachrichten. Einen Austausch zu André Hermelin und dem Vater Stefan Hermelin betrieb ich mit unserem Hörer Malle Gries Suzanne. Ich erinnerte mich an die Verfilmung von Die erste Reihe mit Johanna Schall, Ulrich Mühe und vielen anderen. Hochgelobt übrigens auch in der BRD. Das regte mich an, heute geschichtlich zu beginnen. Ich erinnere an den Theologen Dietrich Bonhoeffer. Er war beteiligt am deutschen Widerstand gegen den Nationalsozialismus, gegen den deutschen Faschismus. Er wurde 1945 im KZ Flossenbürg hingerichtet. Von ihm ein Text von der Dummheit. Dummheit ist ein gefährlicherer Feind des Guten als Bosheit. Gegen das Böse lässt sich protestieren, es lässt sich bloßstellen, es lässt sich notfalls mit Gewalt verhindern. Das Böse trägt immer den Keim der Selbstzersetzung in sich, indem es mindestens ein Unbehagen im Menschen zurücklässt. Gegen die Dummheit sind wir wehrlos. Weder mit Protesten noch durch Gewalt lässt sich hier etwas ausrichten. Gründe verfangen nicht. Tatsachen, die dem eigenen Vorurteil widersprechen, brauchen einfach nicht geglaubt zu werden. In solchen Fällen wird der Dumme sogar kritisch und wenn sie unausweichlich sind, können sie einfach als nichtssagende Einzelfälle beiseite geschoben werden. Dabei ist der Dumme im Unterschied zum Bösen restlos mit sich selbst zufrieden, ja, er wird sogar gefährlich, indem er leicht gereizt zum Angriff übergeht. Daher ist dem Dummen gegenüber mehr Vorsicht geboten als gegenüber dem Bösen. Niemals werden wir mehr versuchen, den Dummen durch Gründe zu überzeugen, es ist sinnlos und gefährlich. Um zu wissen, wie wir der Dummheit beikommen können, müssen wir ihr Wesen zu verstehen suchen. So viel ist sicher, dass sie nicht wesentlich ein intellektueller, sondern ein menschlicher Defekt ist. Es gibt intellektuell außerordentlich bewegliche Menschen, die dumm sind, und intellektuell sehr schwerfällige, die alles andere als dumm sind. Diese Entwicklung machen wir zu unserer Überraschung anlässlich bestimmter Situationen. Dabei gewinnt man weniger den Eindruck, dass die Dummheit ein angeborener Defekt ist, als dass unter bestimmten Umständen die Menschen dumm gemacht werden bzw. sich dumm machen lassen. Wir beobachten weiterhin, dass abgeschlossen und einsam lebende Menschen diesen Defekt seltener zeigen als zur Gesellung neigende oder verurteilte Menschen und Menschengruppen. So scheint die Dummheit vielleicht weniger ein psychologisches als ein soziologisches Problem zu sein. Sie ist eine besondere Form der Einwirkung geschichtlicher Umstände auf den Menschen, eine psychologische Begleiterscheinung bestimmter äußerer Verhältnisse. Bei genauerem Zusehen zeigt sich, dass jede starke äußere Machtentfaltung, sei sie politischer oder religiöser Art, einen großen Teil der Menschen mit Dummheit schlägt. Ja, es hat den Anschein, als sei das geradezu ein soziologisch-psychologisches Gesetz. Die Macht der einen braucht die Dummheit der anderen. Der Vorgang ist dabei nicht der, dass bestimmte, also etwa intellektuelle Anlagen des Menschen plötzlich verkümmern oder ausfallen, sondern dass unter dem überwältigenden Eindruck der Machtentfaltung dem Menschen seine innere Selbstständigkeit geraubt wird und dass dieser nun, mehr oder weniger unbewusst, darauf verzichtet, zu den sich ergebenden Lebenslagen ein eigenes Verhalten zu finden. Dass der Dumme oft bockig ist, darf nicht darüber hinwegtäuschen, dass er nicht selbstständig ist. Man spürt es geradezu im Gespräch mit ihm, dass man es gar nicht mit ihm selbst, mit ihm persönlich, sondern mit über ihn mächtig gewordenen Schlagworten, Parolen etc. zu tun hat. Er ist in einem Banne, er ist verblendet, er ist in seinem eigenen Wesen missbraucht, misshandelt. So zum willenlosen Instrument geworden, wird der Dumme auch zu allem Bösen fähig sein und zugleich unfähig, dies als Böses zu erkennen. Hier liegt die Gefahr eines diabolischen Missbrauchs, dadurch werden Menschen für immer zugrunde gerichtet werden. Aber es ist hier gerade auch ganz deutlich, dass nicht ein Akt der Belehrung, sondern allein ein Akt der Befreiung die Dummheit überwinden könnte. Dabei wird man sich damit abfinden müssen, dass eine echte innere Befreiung in den allermeisten Fällen erst möglich wird, nachdem die äußere Befreiung vorangegangen ist. Bis dahin werden wir auf alle Versuche, den Dummen zu überzeugen, verzichten müssen. In dieser Sachlage wird es übrigens auch begründet sein, dass wir uns unter solchen Umständen vergeblich darum bemühen, zu wissen, was das Volk eigentlich denkt und warum diese Frage für den verantwortlich Denkenden und Handelnden zugleich so überflüssig ist, immer nur unter den gegebenen Umständen.
Das Wort der Bibel, dass die Furcht Gottes der Anfang der Weisheit sei, sagt, dass die innere Befreiung des Menschen zum verantwortlichen Leben vor Gott die einzige wirkliche Überwindung der Dummheit ist. Übrigens haben diese Gedanken über die Dummheit doch dies Tröstliche für sich, dass sie ganz und gar nicht zulassen, die Mehrzahl der Menschen unter allen Umständen für dumm zu halten. Es wird wirklich darauf ankommen, ob Machthaber sich mehr von der Dummheit oder von der inneren Selbstständigkeit und Klugheit der Menschen versprechen. Dietrich Bonhoeffer, geschrieben in Haft. Herzlich willkommen zum 13. Juni 2022, ein Montag von der Dummheit schnell zur Klugheit. Russia Today, die arabische Version, veröffentlicht ein Interview mit dem syrischen Präsidenten Bashar al-Assad. Wikipedia bezeichnet die Herrschaftsform seiner Familie über Syrien als Diktatur. Ich erinnere mich, vor vielen Jahren gab er auch einmal der ARD ein Interview. Das war eine Zeit, in der sich die ARD noch nicht als Kriegspartei sah, sondern Journalismus betrieb. Sicher auch schon im Klassenauftrag. Doch das konnte die Klasse damals noch ertragen. Heute braucht man für derartiges einen Auslandssender, den man zudem nur über VPN oder Tor-Browser empfangen kann. Im Interview ging es viel um die Situation in der arabischen Welt, aber in den ersten drei Fragen antwortet er auch auf das internationale Geschehen. Eine sehr kluge Analyse, die ich Ihnen nicht vorenthalten will. Zunächst fragte die Journalistin, warum Syrien an der Seite Russlands steht. Warum befürwortet Damaskus die militärische Sonderoperation Russlands in der Ukraine? Die Gründe dafür sind unterschiedlich. Russland ist ein Verbündeter Syriens. Es wurde ein Krieg gegen Russland entfesselt, den ich nicht mit dem Thema der NATO-Erweiterung in Verbindung bringe, wie einige Leute meinen. Dieser Krieg hat auch vor dem Kommunismus und dem Ersten Weltkrieg stattgefunden. Es handelt sich um einen permanenten Krieg und Russland spielt hier im Rahmen des globalen Kräftegleichgewichts eine bedeutende Rolle. Wir können Russland unter zwei Gesichtspunkten betrachten. Als einen Verbündeten, der, wenn er den Kampf gewinnt oder wenn seine politische Position auf der internationalen Bühne gestärkt wird, für uns von Vorteil ist. Unter dem anderen Gesichtspunkt kann man auch sagen, dass die heutige Stärke Russlands zur Wiederherstellung des verlorenen internationalen Gleichgewichts beiträgt, auch wenn es sich nur um eine teilweise Wiederherstellung handelt. Dieses Gleichgewicht, das wir uns so sehr wünschen, spiegelt sich vor allem in kleinen Staaten wider. Und Syrien ist einer davon. Dies ist zumindest der Grund für unsere Unterstützung. Aber ich will jetzt nicht in rechtliche Details gehen. Ich denke strategisch. Die russische Führung erklärt, dies sei ein Kampf für eine neue Weltordnung. Herr Präsident, sehen Sie dies als das letzte Hindernis auf dem Weg zu einer multipolaren Welt? Oder steht noch ein langer Weg durch die amerikanische Hegemonie bevor? Einige reden von diesem Krieg im Kontext des Endes einer unipolaren Welt, das ihrer Meinung nach mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion begonnen haben soll. Eine solche Behauptung ist zwar nicht präzis, aber sie hat einen gewissen Wahrheitsgehalt, wenn wir von zwei Blöcken, dem Warschauer Vertrag und der NATO und der Abwesenheit eines der Blöcke sprechen, wenn wir in politischen Begriffen sprechen, wenn wir annehmen, dass der UN-Sicherheitsrat von westlichen Ländern mit den Vereinigten Staaten an der Spitze geführt wird. Die unipolare Ordnung begann jedoch nach dem Zweiten Weltkrieg, als nach der Bretton Woods-Konferenz der US-Dollar zur vorherrschenden Währung der Welt gemacht wurde. Wichtiger als der militärische Aspekt oder vielleicht gleichwertig, um nicht zu übertreiben, sind die wirtschaftlichen Ergebnisse des gegenwärtigen Krieges gegen eine unipolare Welt und vor allem die Position des US-Dollars. Falls der US-Dollar nach dem Ausgang dieses Krieges weiterhin die Weltwirtschaft dominiert, wird sich nichts ändern. Viele sagen, dass die USA mit dem US-Dollar die Welt und alle, die nicht mit ihrem Standpunkt übereinstimmen, erpressen. Was halten Sie von diesem Wirtschaftskrieg des Westens gegen Moskau? Ist das vergleichbar mit der Wirtschaftsblockade, der Syrien ausgesetzt war? Hier geht es nicht um Erpressung, sondern um Diebstahl. Amerika versprach nach dem Zweiten Weltkrieg, dass der US-Dollar einen Goldgegenwert haben werde. Anfang der 70er Jahre beschlossen die Vereinigten Staaten unter Nixon, den US-Dollar vom Gold zu trennen, sodass er zu wertlosem Papier wurde. Die USA waren jedoch in der Lage, mit wertlosem Papier weltweit zu kaufen, was sie wollten. Das ist Diebstahl und dieser Diebstahl findet überall auf der Welt statt. Nun haben die USA die Zinsen
angehoben, weshalb alle anderen Währungen an Wert verloren haben, wobei die Länder mit den schwächsten Volkswirtschaften am meisten betroffen waren. Ja, es ist eine Art Blockade, denn der US-Dollar ist eine Weltwährung und dieser Dollar läuft über US-Banken oder das sogenannte Federal Reserve System. Und man steht unter der Macht dieses Dollars, die gesamte Zukunft als Staat, als Land, als Volk, als Gesellschaft, als Wirtschaft ist also von den USA abhängig. Natürlich ist das ein Teil der Blockade, ohne jeden Zweifel. Und ohne diesen Dollar werden die USA niemals eine Großmacht sein. The Daily Melnik. The Daily Melnik. Der ukrainische Botschafter fordert von Kanzler Scholz, dass er bei einem Besuch in Kiew die Lieferung deutscher Panzer zusagt. Sein Präsident Zelensky bittet um moderne Luftabwehr. Amnesty International wirft Moskau Einsatz von Streubomben vor. Die ARD berichtet aber auch von Vorwürfen gegenüber der Ukraine. Zu Streubomben: diese Waffen sind durch internationale Verträge geächtet. Mehr als 100 Staaten gehören bereits einem 2010 in Kraft getretenen Übereinkommen gegen Streumunition an, darunter auch Deutschland, Russland und die Ukraine, beide aber nicht. Amnesty International thematisiert, dass ukrainische Truppen häufig Angriffe aus Wohngegenden heraus durchführen. Das setzt das Leben der dortigen Zivilisten aufs Spiel. Hierüber habe ich an dieser Stelle mehrfach berichtet. Die Bundesregierung hat in den ersten gut 3 Monaten des Ukraine-Kriegs die Lieferung von Waffen und anderen Rüstungsgütern im Wert von 350 Millionen Euro in die Ukraine genehmigt. Das ist die Antwort des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz auf eine Anfrage der linken Abgeordneten Dagdelen. Diese liegt der deutschen Presseagentur vor. Das russische Militär hat nach eigenen Angaben ein großes Waffenlager im Westen der Ukraine zerstört. Die Berliner Zeitung lässt uns wissen, der Streit mit der Türkei über einen NATO-Beitritt Schwedens und Finnlands könnte sich nach Einschätzung von NATO-Generalsekretär Stoltenberg noch einige Zeit hinziehen. Auch lässt sie Kiews Bürgermeister Klitschko zu Wort kommen. Dieser geht davon aus, dass Wladimir Putin, also die russische Föderation, das ganze frühere russische Territorium beansprucht. In der Überschrift wird er zitiert, der Krieg wird auch an die Tür der Deutschen klopfen. Der türkische Präsident Erdogan erklärte gestern, er wolle nächste Woche Gespräche mit dem russischen Staatschef Putin und seinem ukrainischen Amtskollegen Zelensky führen, um über sichere Getreideexporte aus der Ukraine zu sprechen. Putin erklärte bereits, Moskau sei bereit, ungehinderte Getreideexporte zu garantieren. Die Ukraine müsse die eigenen Häfen von Minen befreien. Das tut sie bislang nicht. Moskau bot an, Getreide über die von der russischen Seite kontrollierten Häfen zu arrangieren, genannt Berdjansk und Mariupol. Der polnische Europaabgeordnete und ehemalige Außenminister Sikorski hatte unlängst erklärt, der Westen hätte das Recht, der Ukraine Atomwaffen zu liefern. Darauf meldet sich der Sprecher der russischen Staatsduma, Volodin, zu Wort. Die Idee der Ukraine, inmitten des andauernden Konflikts zwischen Kiew und Moskau Atomwaffen zu liefern, laufe darauf hinaus, einen nuklearen Konflikt im Zentrum Europas zu provozieren und sei geradezu wahnsinnig. Beim Beschuss von Donetsk ist ein Zivilist getötet. Das bestätigt der Bürgermeister der Stadt. Bei einem Terroranschlag in Melitopol wurden 2 Menschen bei einer Explosion in der Nähe des Innenministeriums am Russlandtag verletzt. Eben zum Russlandtag gratuliert Wladimir Putin. Zitat: Wir sind stolz auf die militärischen Erfolge unserer Vorfahren, auf alle, die vorangingen, Neues entdeckten und den Fortschritt unseres Landes anstrebten. Sie verteidigten das Mutterland in Kämpfen und sie verankerten die wertvolle Rolle Russlands in der Welt. Papst Franziskus hat die Menschen aufgerufen, den Krieg in der Ukraine nicht zur Normalität werden zu lassen. Der Chef der Volksrepublik Donetsk, Puschilin, hat Berichte über einen Choleraausbruch in der schwer zerstörten Hafenstadt Mariupol dementiert. Zitat: Ich würde dies als Panikmache durch ukrainische Quellen bezeichnen. Auch sieht er keinen Grund für die Begnadigung 3 zum Tode verurteilter Ausländer. Hier geht es um die 2 britischen und den marokkanischen Söldner. Unbekannte Hacker haben eine Botschaft gegen den Krieg in der Ukraine auf Webangebote des staatlichen russischen Fernsehens platziert. Zwischen dem Atomkraftwerk Saporischschja und der Internationalen Atomenergiebehörde besteht wieder eine Verbindung. Es berichtet der ORF.
Thomas Röper vom Antispiegel lässt uns wissen, russische Meldungen über das US-Biowaffenprogramm wurden bisher als unwahr bezeichnet. Nun hat das Pentagon die Finanzierung von 46 friedlichen Laboren in der Ukraine eingeräumt. Das Pentagon hat am 9. Juni dazu ein Dokument veröffentlicht. Dieses verlinkt Röper. Das Pentagon erklärt, es habe nur in bester Absicht gehandelt. Es sei um die Verhinderung der Verbreitung von Massenvernichtungswaffen aus ehemals sowjetischen Beständen gegangen. Interessant, ein ähnliches Thema greift auch die Berliner Zeitung auf. Es geht um tödliche Laborviren. Es gibt ein großes Problem in der Forschung, über das selten in der Öffentlichkeit gesprochen wird. Forscher einer US-Pharmafirma haben in wenigen Stunden aus großen Datenbanken 40.000 Moleküle für potenzielle Kampfstoffe kreiert. Und zwar mithilfe künstlicher Intelligenz am Computer. Wer über die nötigen Ressourcen verfügt, könnte daraus gefährliche Waffen machen, die unzählige Menschen töten. Die Berliner Zeitung fragt, wo bleibt die große Risikodebatte? Es kommentiert Thorsten Harmsen. Er meint, Misstrauen ist generell geboten, das zeigt die Geschichte. Er erinnert, dass die USA 1965 daran dachte, im Vietnamkrieg Pockenviren einzusetzen. Die Grenzen zwischen zivil und militärisch sind fließend. Er erinnert, 2018 warnte die Max-Planck-Gesellschaft vor dem US-Forschungsprogramm Insect Alias. Dabei sollen Insekten über Felder fliegen, um Nutzpflanzen mit Viren zu infizieren, die sie genetisch verändern und widerstandsfähiger machen sollen. So etwas könnte auch als biologische Waffe eingesetzt werden. Genannt wird auch sehr offen die Gain-of-Function-Forschung. Hier verändert man zum Beispiel die Übertragbarkeit und die Gefährlichkeit von Viren, um Schlüsse daraus zu ziehen. Schon im Jahr 2000 war im Labor eine Coronavirus-Mutante geschaffen worden, die Artgrenzen überschritt von Mäusen auf Katzen. Die Folgen könnten verheerend sein. Bioterroristen könnten Baupläne für gefährliche Viren digital abgreifen. Auch Laborunfälle sind möglich. Diskutiert wurde das im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Die Eingriffe des Menschen in die Strukturen der Natur sind so tiefgreifend, dass dringend über Kontrollmechanismen gesprochen werden muss. Tja, ein Argument der russischen Seite. Nach und nach kommt das auch bei uns an. Die DPA berichtet von Corona-Hunden, die nun Probleme bereiten. Diese seien unsozialisiert. Man berichtet aus einem Tierheim in Saarbrücken, welches mit 60 Hunden derzeit voll ist. 7-Tage-Inzidenz Deutschland 331,8, Österreich 278,6. International 8 Tote gab es bei einem Angriff auf einen Kontrollpunkt in Mali. In Italien scheiterte ein Referendum über Justizreformen an geringer Beteiligung. Eine parteiübergreifende Gruppe von US-Senatoren hat sich auf eine minimale Verschärfung des Waffenrechts verständigt. National gewählt wurde in Sachsen. Die CDU hatte bessere Ergebnisse als erwartet. Die Wahlbeteiligung war niedrig. Die AfD erreichte ihr bestes Ergebnis im Kreis Görlitz. Dennoch auch dort nur Platz 2. Es berichtet ausführlich der MDR. In den Norden. Einen Rekord meldet die Neubrandenburger Feuerwehr. So oft wie nie musste sie 2021 ausrücken. Es berichtet der Nordkurier. Auch von Sperrungen der Rügenbrücke. Das Ganze täglich für mehrere Stunden. Und noch zwei schöne Meldungen. Thomas Röper vom Antispiegel bedankt sich bei der Süddeutschen Zeitung und beim NDR. Diese haben mit ihrer Berichterstattung den Antispiegel ungewollt unterstützt. Röpers Followerschaft auf Telegram stieg von um die 8.000 auf jetzt 74.000 Menschen. Und noch eine Meldung aus Moskau, die ich exakt so vorhergesehen habe. McDonald's ist zurück. Das Ganze unter einem neuen Namen, Schmackhaft und Punkt, einem neuen Logo, der Rest aber bleibt. Standorte, Mitarbeiter, aber auch das Menü, man hatte ja die Rezepte. Die DPA zitiert einen Kunden. Alles schmeckt, wie vorher auch, nur die Cola ist schlechter. Der neue Eigentümer, der Unternehmer Govor, will die landesweit 850 Filialen nun alle wieder eröffnen. Selbst betrieb er bereits 25 Filialen in Sibirien. Vertraglich ist er dazu verpflichtet, die bisherigen Mitarbeiter mindestens 2 Jahre lang zu denselben Konditionen weiter zu beschäftigen. Während ich hier sitze, plattert draußen der Regen. So ist es auch angesagt. Die Nordosthälfte Deutschlands bekommt Wind, Schauer und kurze Gewitter. Sonst meist trocken bei einem Wechsel von Sonne und Wolken. Die kommenden Tage wird es Stück für Stück schöner, sonniger und wärmer. Im Südwesten Hitze. Machado, Alternative Music.